Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich bin Nigoki. Eigentlich heiße ich nicht so, eigentlich heiße ich André. Bin 36, lebe in Berlin und freue mich, dass ihr hier seid. Ich dachte, ich gebe euch mal wieder so ein kleines Update. Das letzte Mal war vor einem Jahr und das Video ist einfach nicht mehr up to date. Entsprechend würde ich gerne was Neues starten. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Mit Neues starten meine ich. Einfach ein neues Infovideo geben. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Ich skripte die Sachen immer nicht. Ich rede immer ziemlich frei darauf los einfach. Und guck dann, dass ich ein nettes Video daraus schneide. Kurz zum Footage im Hintergrund. Das ist überhaupt nicht relevant für den Kanal. Das ist einfach nur zur Belustigung, während ich erzähle. Und wird kein neues Let's Play. Ihr seht Armored Core Material. Total cooles Spiel. Passt aber nicht so ganz auf den Kanal. Für einen Let's Play. Ja, da kommen wir auch gleich in die Thematik so. Also ich habe zurzeit relativ unregelmäßig die Sachen laufen. Ich nehme auch sehr unregelmäßig auf. Das heißt, wenn ihr hergefunden habt, weil ihr eine bestimmte Serie mochtet oder mögt, dann geht nicht davon aus, dass ich zurzeit täglich uploade oder überhaupt ein Upload-Schema habe. Ich bin mental etwas gegeißelt, sagen wir, und kann nicht immer aufnehmen. Hab aber oft Lust und so und habe auch ganz viel Spaß an ganz vielen verschiedenen Games und ganz vielen verschiedenen Genres. Ich bin halt einfach ein Gamer, der zum Beispiel Elden Ring genauso enjoyed oder genauso liebt wie Animal Crossing, obwohl es zwei komplett unterschiedliche Genres sind mit zwei komplett unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Spielweisen und so. Und entsprechend führe ich auch den Kanal. Das heißt, ihr seht, tatsächlich jetzt gerade gibt es auch ein Elden Ring Let's Play, was noch läuft. Und ihr werdet wahrscheinlich nicht alles davon mögen, unbedingt immer. Es hat sich so ein bisschen im Laufe der letzten Jahre rauskristallisiert, was so meine Nische ist. Und was gut läuft und was ich auch gerne spiele. Das sind so Sachen wie Lebenssimulation oder halt auch so Farming-Aufbau-Games. So Sachen wie Animal Crossing haben viel getan für den Kanal und entsprechend sieht man das hier und da noch im Branding. Ist jetzt aber zum Beispiel ein Game, Animal Crossing New Horizons, was man lange gespielt hat und was auch viele Folgen hat auf dem Kanal. Wo ich aber immer noch gerne eintauche. Also es ist jetzt lange nicht mehr so regelmäßig wie noch 2020, als es rauskam, aber ich werde hier und da noch eine Folge einstreuen, definitiv einfach für die Nostalgie und für den Progressfaktor, den man immer noch machen kann. Das Game ist halt endlos, das hat ja kein Ende und du kannst dir selbst immer neue Ziele setzen und so und deswegen können wir das immer noch spielen. Aber auch so Games wie Stardew Valley zum Beispiel sind sehr gut gelaufen auf dem Kanal und sind auch Games, die zeitlos sind und die man sich immer wieder angucken kann und jeder spielt das Spiel auch ein bisschen anders. Jetzt zur Zeit habe ich mich sehr verliebt, muss ich sagen, in Story of Seasons, A Wonderful Life. Das Remake vom GameCube-Titel Harvest Moon, A Wonderful Life, da hieß es damals noch anders. Falls euch die ganze Debatte interessiert, es gibt genug Videos, die erklärt, warum der Namenswechsel stattgefunden hat. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Total cooles Spiel. Ich habe das voll gern und ich habe das voll lieb. Und das ist das, was ich jetzt zurzeit sehr regelmäßig spiele. Und was ihr auch erwarten könnt jetzt, dass das weiterläuft und dass das bis zum Ende läuft. Wir müssen auch, und ich habe beschlossen, ich muss auch mehr Let's Plays abschließen. Bei mir ist es oft so auf dem Kanal, dass ich irgendwann abfalle vom Let's Play, wenn es mich nicht krass hookt oder fesselt. Gab es viele Games jetzt schon, die so geendet sind, wie zum Beispiel Pikmin 3 damals oder Luigi's Mansion 3. So Switch-Games, die ich eigentlich mochte, aber irgendwie wo das Let's Play abgefallen ist. Und wenn ihr sowas erfahrt auf dem Kanal, würde ich euch bitten, ich weiß, ihr seid da nicht in der Bringschuld oder so, das ist eigentlich mein Ding und das ist, aber wenn euch was besonders gefällt und ihr vermisst es, dann scheut euch wirklich nicht, mir einen Kommentar zu schreiben, weil gerade so alte Serien wie Luigi's Mansion oder so, wenn es da eine Nachfrage gibt, warum sollte man da nicht nochmal einsteigen, habe ich kein Problem mit, kann man weitermachen, die Spielstände sind alle noch da, genauso wie ich sie
wie ich sie zurückgelassen habe und warten eigentlich nur darauf, dass ich die Konsole wieder in die Hand nehme und dass ich das Game wieder neu starte, beziehungsweise weiterspiele. Es ist halt dann immer schwierig, da so nach so einer langen Zeit dann einzusteigen, aber warum nicht? Wenn ihr euch irgendwas fehlt, schreibt mir einfach einen Kommentar oder so. Lasst es mich wissen und dann ist es auf jeden Fall schon mal was, worüber ich drüber nachdenke. Total überraschend und falls auch das der Grund ist, warum ihr hergefunden habt. Es gab letztes Jahr im Dezember zwei Videos, die meinen Kanal sehr stark gepusht haben. Und das war eigentlich was komplett außerhalb meiner Content-Nische lag und mich total überrascht hat, dass das so erfolgreich war. Das waren die Minecraft Avatar Legend Videos. Zwei Stück, weil das Let's Play war nicht lang. Das ist leider nur ein kurzes DLC gewesen. Ich hätte wirklich gern mehr Content zu dem Game gebracht, weil das hat mich halt auch voll gefesselt. So, ich fand es halt cool, in der Minecraft-Welt als Avatar rumzulaufen. Da ist der Content halt erschöpft. Wir haben das gesehen, ich habe das durchgespielt. Und falls ihr deswegen auf dem Kanal geblieben seid, ist es schwierig, euch da noch Content zu geben. Man könnte natürlich ein normales Minecraft-Let's Play starten, aber das ist immer was, da hatte ich immer Angst vor. Weil es gibt genug Let's Player oder Content Creator, die ihren C in Minecraft getippt haben und dann da aber auch festhingen, ewig. Und ich habe immer so ein bisschen Angst. Mein Ziel ist immer, mich nicht so krass auf ein Game einzuschießen, sondern im Idealfall sind die Leute auf dem Kanal für meine Persönlichkeit. So. Also, weil sie irgendwie cool finden, was ich mache. Und dass es dann auch egal wäre, was ich spiele, genau. Das ist immer so mein Wunsch, aber das ist natürlich nicht das, wie es funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, dass ich natürlich nachvollziehen kann, dass Leute für bestimmte Serien kommen und dass jetzt Leute, die zum Beispiel Stardew Valley mögen, vielleicht auch noch mit Animal Crossing einverstanden sind und vielleicht auch noch mit Story of Seasons, weil das ungefähr alles das gleiche Spielprinzip ist. Aber dass die Leute dann vielleicht ein Problem haben, wenn dann Elden Ring kommt oder so. Und entsprechend beißt sich das oft einfach. Auch Valheim zum Beispiel, das war halt auch so ein komplett anderes Genre. Und es ist halt schwierig. Man sieht dann halt Leute auf den Kanal, die irgendwie Valheim mögen und aber mit dem Rest nichts anfangen können und sind dann für das eine Let's Play da. Deswegen ist meine Fluktuation auf dem Kanal auch relativ hoch. Also die Leute gehen dann auch, wenn sie merken, ah, da kommt jetzt nichts mehr in die Ecke oder in die Richtung. Und ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht ganz richtig gefunden. Ich bin da immer noch am Suchen und was ist das richtige Konzept für den Kanal und so. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und als Let's Player heutzutage ist es relativ schwierig, Fuß zu fassen. Ich freue mich total über das Wachstum, was bisher passiert ist und so. Und ich bin auch stolz, muss ich sagen. Ich bin auch dankbar extrem über die Abo-Zahlen, die wir jetzt erreicht haben. Und auch meine View-Zahlen sind völlig in Ordnung. Ich freue mich darüber. Ich sehe es ja in den Statistiken. Total geil. Also vielen Dank, Leute, dass ihr das möglich macht. Und ja, falls ihr jetzt komplett neu seid auf dem Kanal und gerade erst hergefunden habt, lasst mir gerne ein Abo da, dann sehen wir es öfters und ihr könnt hineinschnuppern in den Content und wenn es euch nicht gefällt, kann man den Abo-Button immer wieder drücken. Ne? Einfach wieder weg abonnieren, das geht auch. Da habe ich auch nichts gegen, finde ich auch okay, mache ich selbst auch im Internet. Leute, vielen Dank, dass ihr hier seid. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, mich irgendwie kontaktieren wollt oder so, dann macht es am besten im Discord. Ich habe Discord verlinkt in den Videos. Das habe ich jetzt so ein bisschen eingeschränkt wieder, weil irgendwie ich mich so ein bisschen zurückgezogen hatte aus der Discord-Community. Aber in der Kanalbeschreibung steht der Discord-Link immer. Ihr könnt mir dann einfach auf Discord schreiben, wenn ihr irgendwas möchtet oder so, wenn ihr Anfragen habt oder solche Sachen einfach. Vielleicht eine Collab oder so mal. Mal gucken. Ich suche immer noch nach Leuten, die mit mir zusammen Games zocken wollen, die wir beide cool finden. Und wenn die Chemie passt, dann warum nicht? Dann ist es doch auch was Schönes. Na gut. Leute, ich bedanke mich, wie gesagt. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr seid toll. Bis dann. Tschüss.